So, Hallöchen, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zum Gartenflipper. Mit meiner Wenigkeit. So, Penner im Garten. Hört sich auch sehr gut an. Garten nach dem Mähen von meinem Mann. Hört sich auch sehr gut an. Dies würde ich gerne mal, würde ich mir gerne mal angucken, was Garten nach Mähen meines Mannes bedeutet. Pflanze, Pflanze, 7 Mal. Was ist denn hier? So alles gut, sieht alles schick aus. Ich weiß gar nicht, was hat. Der Boden ist halt ein bisschen doof, aber ansonsten. Ich weiß jetzt nicht, was hier dagegen spricht. Ne? Also, gucken wir uns das schon mal hier hinten um, ob es da irgendwas gibt, was wir tun können. Ah ja. Ah ja, okay, gut. Dann fangen wir doch erstmal hier vorne an. Erstmal gucken, wo hier die Säulen sind. Ah, erstmal hier. Schön. Pflanze die Pflanze, Nadelstrauch ausgebreitete, konzentrierte Form einmal. Okay. Nadelstrauch ausgebreitet. Nadelstrauch. Ausgebreitete, konzentrierte Form. Ja. So, was ist jetzt zur Hölle hier? Dürfte ich kurz hier drauf? Pflanze, die Pflanze, grüne Pflanze, die Pflanze. Soll das alles hinpassen? Vor allen Dingen Chrysanthemen. Das ist Chrysanthemen. Ach ja, habe ich schon mal gehört, aber auch sehr eigenartig. Sind das die richtigen? Das sind die richtigen, gut. Sieben, acht, gut. Muss ich die jetzt noch irgendwie hier? Ne, die sind so drauf. Blutroter, was? Blutroter Storch, irgendwas? Aha. Wie viel davon? 9 Mal, okay. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8, 9. Und Pflanze 6-mal Gazinen. Gazinen. Ja. Sieht für mich aus wie Unkraut, aber ja, gut. Ich bin ja nicht der Experte. Ach, das alles hier in das Beta rein zu stoppen. Wo du kaum irgendwo rankommst, ist auch wieder eine sehr schöne Aufgabe hier. So, wunderbar. Von mir aus. So, jetzt geht's hier hinten weiter, wie mir das hier scheint. So, das ist schon mal ein abgesperrter Bereich hier, ja. Hängematte Melut. Okay, kriegen wir mal hin. Hänge. Häng. Mit E oder was? Ich meine, klar mit E, aber er kennt das auch. Hänge, Matte, Melu. Ja, ist klar, kriegt man das irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen. Irgendwie schöner hier hin. So. Wunderschön. So, das war jetzt der Bereich hier. Was haben wir jetzt hier für einen Bereich? Ach du Scheiße, das bedeckt ja alles wieder. Entferne 4-mal Gebotstein 100 x 25 cm. Tja, was soll denn das sein? Das hier oder was? Nee. Nö, auch nicht. Okay. Den hier oder was? So, ordne. Was? Ordne. Was ist denn ordne? Manchmal ist so diese Orde, also kaufe, Gebotstein 100 mal 100 Zentimeter oder was? Okay. Ach, Gehstein.
Kaufe viele. So, das soll ich jetzt mal 12 hier irgendwo hinkacheln, oder wie stellt denn der sich das vor, oder mal? Ist aber auch nicht der gleiche, den ich hier hatte. Gibt es nicht noch irgendwie andere geile Muster, oder? Wie man es macht, macht man es verkehrt, ne? Tja, vor allen Dingen, wo soll die Scheiße hin? Man bringt Gegenstand Sofa, bringt Gegenstand Puff, bringe Gegenstand Tisch. Ja gut, dann heißt es ja eigentlich nur, dass wir die Scheiße hier erweitern. Irgendwie. Soll ich die hinklatschen, Alter? Das macht, also hier auf dem Bereich macht es auf jeden Fall schon mal gar keinen Sinn. Warte mal, kann ich die... Ja, sehr schön. Dass die mal irgendwie hier hinkommen, dass ich die hier als Verbreiterung mit reinschiebe, das wäre eigentlich ganz angenehm. So, das. Aha. Aha. Halt. Brauchen wir jetzt trotzdem noch mal 4. Also selbst wenn ich jetzt hier 1, 2, 3, 4. Gut, das muss ich jetzt noch irgendwie hier halbwegs ordentlich anordnen, dass sich das hier nicht überlappt. Also dass sich das überlappt, ist das so, das sieht so scheiße aus, Alter. So, das passt aber auch nicht so richtig jetzt hier ran. So. Warte mal. Ich muss mal irgendwie hier. Ich muss die irgendwie hier mal richtig irgendwie implementieren. Warte mal. Die Scheiße muss jetzt erstmal hier raus. Muss jetzt erstmal hier irgendwo hin. So. Ja, wohin mit den Teilen, ne? Das passt halt nirgendwo hier hin. Hauptsache, man muss 12 solche scheiß Dinger hier irgendwie rein integrieren, so. Und es sieht alles zum Kotzen schief aus. Dann Sofa Titonio oder was? Sofa Titone. Naja, in Sofa reicht schon, aber danke. So, dann zweimal Puff Tionu. Was zur Hölle soll denn das sein? Das heißt also Puff. Ja, ich würde es jetzt Hocker nennen oder.
Oder irgendwie anders. Puff würde ich es jetzt nicht nennen, aber gut, Geschmackssache. Tisch, ti. Tisch, ti und ti. Was ist das? Ti, ne, tin. Tisch, tin. Aller. Tisch. Tin. Tonto. Meine Fresse noch eins. Macht jetzt einen richtig krassen Unterschied im Vergleich zu den anderen zwei Dingern. Also, dass das jetzt ein Tisch ist und das zwei Puffe, ja, hätte ich nicht gedacht. Also, man sieht den Unterschied ja dementsprechend. Warte mal, ich glaube, so ist das hier, oder? Das ist ein japanisches. Ist da hier so. Okay. Hier gibt es irgendwo sind noch die Aufgaben jetzt gerade nochmal übergesplattert. Gab es da nicht noch irgendwelche anderen. Hier oder was? Ach du Scheiße, was will denn der hier? Gegenstand entfernen. Papuja. Was? Pergola Pette. Pflasterstein entfernen, Nadelstrauch entfernen. Das hat einfach gleich sein, war alles verkaufen. So, also das soll weg in so schnell. Cool. So. Soll ich den zweiten bitte hier hinpflanzen? Das ist ja. Da bedecke ich ja entweder den oder den. Also. Ja, gut, dann muss man es halt so machen. Ne? So, ist mir ja relativ. Wunderschön. So, meine Damen und Herren, ist das nicht ein Geschmäckler, was ich hier gezaubert habe? Wunderschön. So, wunderbar. Dann 100% erledigt. Und ab dafür. Was denn, hab ich irgendwas freigeschaltet? Naja, okay. Hat es sich so angehört. So, aufmachen bitte, reingaffen bitte. Dann haben wir Penner im Garten und Freilichtkino. Wunderschön. Das würde ich mir erst in der nächsten Folge angucken. Ich weiß, die Folge ist jetzt nicht 15 Minuten, aber ne, jetzt anzufangen und dann hier und ist blöd. Ne? Deswegen danke ich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Part. Euer Hobby-Profi-Gärtner. Genau. Tschüss.